Hallihallo, Freunde. Ich heiße euch herzlich willkommen hier mitten in der Nacht zu Harveys Neue Augen. Wir spielen hier sozusagen den zweiten Teil von Edna bricht aus. Lasst mich mal kurz die Musik noch ein bisschen leiser machen und den Sound. Na? So. Die Sprache darf eigentlich ja, laut bleiben. Nur damit wir uns auch besser verstehen. Hauptmenü. Ich habe nur mal kurz reingeschaut, einen Soundcheck gemacht. Allerdings muss ich sagen, ich habe das Spiel vor einiger Zeit, so vor einem Jahr oder so, ein, zweimal durchgespielt. Einmal allein und einmal zusammen mit Zorro. Ja, deswegen weiß ich einiges, aber einiges habe ich sicher auch schon wieder vergessen. Wir fangen an, Freunde. Neues Spiel starten, ja. Diadelic Entertainment. Präsentiert. In Cooperation with Rondo Media. A Game by Jan Müller-Michaelis. Es dürfen die wichtigsten gewesen sein. Harveys neue Augen. Wir kennen Harvey ich noch. Ich sehe, du brauchst etwas Trost. Der blaue Hase. Du hast dir das Knie aufgekratzt, den Edna immer bei sich hatte. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Interessant. Das werden wir gleich haben, das wächst wieder zusammen. Es lässt sich alles nicht schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen. Sind es doch nur ein paar Schrammen. Der Soundtrack ist super. Der gefällt mir richtig gut. Hier hast du Nadel und Faden. Wenn auch sehr eigenwillig vom Text her. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Es erinnert ich an den... Ich kann Kinder nicht bluten sehen. An den Abspann von Edna bricht aus. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken. Weil ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei. Doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei. Doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Nadel und Faden, composed and conduced by Finn Seliger. Jan Müller-Michaelis.
Vocals gemacht. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Written and directed, alles bei Jan Müller-Michaelis. Ich kann Kindern nicht bluten sehen. Wer hat Harvey kaputt gemacht? Hallo, liebe Freunde des Abenteuerspiels. Hallo. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen. Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Das ist durchaus schade. Es wäre eine gute Geschichte geworden. Mit unterhaltsamen Explosionen, einem gigantischen Roboter-Opossum. Aber eben auch mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewaltdarstellungen. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt. Sie handelt von Lilly, dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. So. Aber genug davon. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Lilly harkt fröhlich singend Laub im Garten. Lilly! Wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit nicht gesungen wird? Du weißt genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse. Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig. Okay. Die arme Lilly. Kapitel 1. Die Klosterschule. Freunde, ich freue mich. Edna. Ach, da bist du. Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätter-Kehren verdonnert? Aha. Langweilig und unnötig obendrein. Die Blätter wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg. Du solltest lieber mitkommen. Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen. Tja, deine Entscheidung. Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen. Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden. Bis dann. Tüdelü. Freunde, wo ist Harvey? Edna hat doch immer Harvey dabei. Oh, arme Lilly. Immer wieder hört man von Unfällen durch falschen Umgang mit Computerspielen. Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren, empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise. Wollt ihr das Tutorial spielen? Eigentlich nicht. Wir wissen, wie NetVenture funktioniert, oder, Freunde? Ich glaube schon. Wir müssen Blätter haken. Ja? Jetzt noch die hier. Tja, und jetzt? Vielleicht in den Teich oder ins Kellerfenster damit. Wir können momentan nur mit den Steinplatten agieren. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Da krieg ich gleich Gänsehaut, Freunde. Das ist ja nicht zum Aushalten. Lilly, jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Ich habe dich wohl mal wieder überschätzt. Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas. Ach, egal. Ich habe zwei neue Aufgaben für dich. Die Beete im Hintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden. Bekommst du das hin? Aha. Das bezweifle ich zwar, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist. Der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Lass dir was einfallen, um sie ein für alle Mal loszuwerden. Also noch einmal, für die ganz Unfähigen. Erstens, Beete umgraben. Zweitens, den Schaukelbaum von Termiten befreien. Und wehe, du machst das nicht ordentlich. Sag mal, sind wir hier der Hausmeister oder was ist da los? Wir können noch haken. Nö, können wir nicht. Aber wir können jetzt interagieren. Tutorial haben wir offensichtlich hinter uns gelassen. Oh,
Ah. Was für einen Zweck der Schlauch erfüllte, blieb schleierhaft. Wohin der Schlauch wohl führte? Lilly wäre sicher auch ein guter Busch geworden. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Oh. Lilly war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem Ding. Ja, einer Pumpe. Lilly, schalte das sofort ab. Oh, okay. Können wir da rein? Tatsächlich. Wir können in den Keller gucken. Bitte. Da lag ein Pinsel auf dem Regal direkt unter dem Fenster. Lilly musste nur die Hand ausstrecken. Okay. Sonst kommen wir an nichts ran. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Ja, was war das? Verdautes Gras, Ratte, Taube. Lilly nahm an, dass diese Konservendosen für die Kantine bestimmt waren. Oha. Klingt eher wie Katzenfutter. Eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Aber von hier aus würde sie sie nie erreichen. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Okay. Dann schauen wir mal zum Hintergarten. Da buddelt Edna. Hey, Lilly, hast du dich endlich vom blöden Geharke loseisen können? Aha. Sehr gut. Dann hast du jetzt endlich Zeit, um mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Moah. Hast du etwa noch mehr Aufgaben bekommen? Aha. Das ist so unfair. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg, dass du mir trotzdem helfen kannst. Ich fänd's cool. Ja, Schatzsuche, Aufgabe und die Oberin. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein abreiben. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut. Hab so lange darauf gespart. Die Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aha. Aber das ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Ja. Die Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Das müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Okay. Die hat oberste Priorität. Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Aha. Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um die Schnutzis wegzulocken. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Oder besser noch, eine Imkerei. Ich finde Honig so, er klebt besser unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei hätten, könnten wir auch die Bienen abrichten. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Mauer. Ich bin leider versehentlich einmal auf Abbrechen gegangen. Also, der hat quasi den Text übersprungen. Die Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? Aha.
war nicht schwer zu erraten. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mumps rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Oh mein Lass dich Gott. Einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, okay? Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nun, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Alles klar. Okay, dann suchen wir mal Marmelade bzw. Honig und die Schaufel. Tja, Freunde, Kellertür. Lies zu. Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Okay, dann gehen wir mal zum Brunnen, wa? Ich sehe unseren Honig. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Wer bist du? Freeman. Lillys Mitschüler Freeman hatte sich weit über den Brunnenrand gebeugt. Wenn er sich noch weiter vorwagte, würde er hineinfallen. Genau wie in Lillys Lieblingsbuch. Ach, Lilly. Ich dachte schon, da wäre jemand. Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. Aha. Hab ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Ich versuche, mich zu konzentrieren, okay? Irgendwas ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Hä? Gumbo? Schau dich mal das Viech an. So ein Kartoffeltierchen. Also, ein Tierchen, das aus einer Kartoffel gemacht ist. Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Ach, Lilly. Du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo. Oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm. Hey. Voll Ungumbo. Mann. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt. Nee. Wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Hey! Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Aha. Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Sag mal, bist du immer noch da? Schleiche nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schreck in den Brunnen. Oh. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Was? Ich weiß, dass die Oberin nicht will, dass wir in den Brunnen klettern. Aber du kannst dir kaum vorstellen, wie wenig mich das interessiert. Im Gegenteil, das ist fast schon wieder ein Ansporn für mich. Ich würde fast alles tun, damit ich nicht so ein kleiner Konformistenroboter werde wie du. Ich hab gesagt, verschwinde. Was ich hier mache, geht dich gar nichts an. Sag mal, hast du nichts zu tun? Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberin erledigen? Aha. Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Was? Oder ihren Rücken enthaaren? Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben, richtig? Aha. Na, viel Glück. Mit deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir, weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann.
Der ist so gemein, ne? Ach Mann, Lilly, jetzt halt doch mal endlich den Rand. Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Ich glaube, das war... Achso. Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Ja, Freunde, lassen wir die mal in Ruhe. Vielleicht klettert er ja doch noch rein. Ich wollte eigentlich an das Bienennest. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zum Schulteich. Na? Jetzt, ja. Jetzt ist er reingesprungen. Wetten? Perfekt. Wir haben ihn quasi so lange genervt. Hilfe! Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Seltsam. Jetzt können wir hier an die Bienen. Oh! Was soll das? Lilly, nein! Geht weg! Geht weg! Ich habe eine Allergie! Scheiße, Leute! Oh nein! Jetzt war der tollpatschigen Lilly doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Oh mein Gott. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Oh Gott, Leute, wir müssen den da rausholen. Lilly! Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund, aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Wo ist nur Freeman? Freunde, ich habe einen Plan. Wie immer. Wir müssen nur irgendwie die Oberen dazu bringen, dass wir das Ding hier anschmeißen dürfen. Lass mal schauen. Ah. Lilly, bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab. Hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Wie gemein. Lilly verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Alle sind so gemein zu Lilly. Oh mein Gott, wir sind schon bei 23 Minuten, wir haben schon wieder Überlänge. Oh, Scheiße. Wie der aussieht. Freunde, wie der ausguckt. Es tut mir leid, ihr Lieben, ich muss leider cutten. Bei der Gelegenheit speichern wir gleich mal. Schwupp, erledigt. Geht wesentlich schneller als bei Teil 1. Freunde, morgen geht's weiter. Ich freue mich schon auf euch. Bis dann und danke fürs Reinklicken.